Du hast es einmal getan. Und du musst es wieder tun. So, willkommen, Freunde. Wir spielen jetzt erstmal den Prolog, um überhaupt zu wissen, um was es hier überhaupt geht. So, wir können uns jetzt hier umschauen. Ich will den Stift nehmen. Er malt ein bisschen weiter. War schon geil aus, ne? Wenn man so malen kann. Gut ab. Respekt. Oh, Alarm kommt rein. Morgengrauen. Stimme atmet panisch. Schön, dass wir das auch nochmal reinschreiben. Oder Untertitel. So, seit Monaten hast du die Langeweile Aussicht auf die Tabellen verflucht. Jetzt wünschest du, du müsstest deinen Unterstand nicht verlassen. Okay. Dein Tagebuch. Du würdest es nie aus der Hand geben. Wir können es drehen. Wir können es auch ein bisschen... Zack, nehmen. Ja, genau. Wir nehmen es mal. Es stand zwar, wir können es auch vergrößern und Text lesen und so, aber wir ziehen jetzt hier erstmal Leine, würde ich sagen. Und verlassen erstmal unseren Unterstand. Ich habe mit ihm gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Okay. Und wie ja noch schön ist, wenn du um Hilfe funkst, statt zu kämpfen, wird man dich als Deserteur verhaften. Oh. Alles klar, das heißt, hier ist noch eine Werkbank. Ich glaube, wir müssen jetzt den Unterstand verlassen. Zu den Waffen! Ah, zu den Waffen, okay. Den Sturm befohlen. Mit der gesamten Kompanie. Mal gucken, wo ist denn meine Waffe hier? Hab ich keine Waffe? Ich bin auch ein Soldat. Ja, warum kann ich hier nicht durch? Was sagen? Ah, da ist meine Waffe. So, nimm auch den Helm. Hallo. Wir setzen keinen Helm auf? Was für ein Soldat? Was? So, drehen und mit dem Mausrad können wir mal vergrößern, sagt er, ja? Ah, okay. So, und wir nehmen es aber erstmal. So, drücke R, um das Gewehr auszurüsten oder abzulegen. Linke Maustaste, um Gewehr zu schießen. Rechte Maustaste, um zu zielen. Ja, so Standard halt, ne? Ja. Super. So machen wir das. Ja, die Tür machen wir so auf. Gucken, was uns hier erwartet. Oh nein, ey. Wir müssen wirklich raus aus dem... Verschlag da unten und müssen jetzt hier aktiv mitkämpfen, ja? Oh. Zur Front. Ja, ganz toll. Okay, man hätte wahrscheinlich noch verweigern können, indem man nach rechts geht. So, Zug 3 antreten. Boah, da wird schon fett geballert. Berliner Straße. Na, ja, ganz toll. Oh. Da ist doch ein bisschen was zusammengebrochen. Warte mal, was steht denn hier? Soldat, durch da. Ja, ich bin ja schon... Bin doch die ganze Zeit nur am Laufen hier. Das ist ja mal ein toller Prolog, ey. Kommst du, wirst du wach aus deinem Kampfstand und dann geht's gleich ab. Oh, bloß weg, ey. Toll, aber ich bin nur am Laufen, die anderen ballern und schießen und bekämpfen. Und ich bin die ganze Zeit nur auf der Flucht. Achtung, fallen. Okay. Okay, da oben waren schon welche. Und ich muss hinterher, los, komm. Kopf runter, ja, toll. Wie soll ich den Kopf runter machen, wenn ich die Leiter hoch muss?
Okay. Ich sehe aber keine Gegner, das ist das Komische. Ey, will mitmachen. Ah, ab ins Wasser. Ich habe das Gefühl, ich bin die ganze Zeit nur auf der Flucht. Da passiert nichts. Hallo? Ist hier jemand? Ich will auch mal schießen. Lasst mich doch. Mann. Die gehören wohl zu mir. Toll, ey. Die werden alle erschossen. Was mit mir? Na toll. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der jetzt hier überlebt, ja? Wenn ich so Glück habe. Oh, scheiße, Granaten schlagen überall ein. Vielleicht habe ich doch nicht so ein Glück. Soldat weint. Nee, er schreit. Ich glaube nicht, dass der weint. Oh, i. Voll in Stacheldraht rein und die Hand fehlt auch noch. Boah. Das war nicht schön. Da frage ich mich wieder, warum spielen wir sowas? Warum tun wir uns das an? Aber dieser Nervenkitzel bei den Horror-Games ist ja immer schön. Ich hab doch gesagt, der schreit, der weint nicht. Ad infinitum. Ach, super, ey. Bin ja begeistert. Kapitel 1, die Verzweiflung. Ja, Freunde, wir spielen jetzt Kapitel 1, die Verzweiflung. Ich würde sagen, lasst mal ein Abo oder Like da. Den Prolog werde ich extra hochladen. Und dann spielen wir als nächstes das Kapitel 1. Und wenn wir das durch haben, dann kommt Kapitel 2. Ja, macht's gut, bis dahin.